You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel. So, hey Leute, willkommen zum heutigen Motorvlog. Die Maschine gehört dem Zweirad-Trinkner und Marke Moto ist damit gerade unterwegs und macht ein paar Fotos und so. Also schaut erstmal bei Marke Moto vorbei, bevor ihr mein Video anschaut. Alles andere wäre halt unfair. Und ja, was kann ich zu sagen? Ihr habt vorne LED-Scheibenwerfer, LED-Blinker hinten und vorne. Richtig schöne, hübsche Spiegel. Die klappen halt, oh, es geht sogar, nicht mal schwer ein. Ihr habt einen Doppelauspuff, also zwei Ausgänge, hört sich relativ gut an, kann ich euch ja mal im Stand zeigen, wenn ich an den Neutralen komme. Ne, das war der dritte. Jetzt sind wir im Neutralen. Also viel wichtiger als ein lauter Sound ist mir der Charakter, und der Charakter vom Sound ist auf jeden Fall hier gegeben. Ihr habt eine Upside-Down-Gabel, ein HISS-System bei Honda, das ist die Honda Intelligent Security System Methode, euer Bike sicher zu halten. Ihr habt einen einstellbaren Bremshebel, gönn dir, aber keine einstellbare Kupplung. Das ist jetzt schade, weil vor allem für kürzere Hände, zum Beispiel Frauenhände, ist die Kupplung doch schon ein Stück weit entfernt, aber ja, fährt sich halt super. Hat ein Dunlop Road Smart 2 Reifen drauf, kann ich echt wärmstens empfehlen, in Kombination mit der CBR 500R. Ist ein super Reifen für einen Anfang, also Hammer. Also die Kombination, die taugt, also da müsste ich jetzt persönlich gar nichts ändern, wenn ich sie mir jetzt holen würde. Vielleicht noch Nebel ändern, Griffheizung dran und dann wär's das schon. Aber die schaut halt der Fireblade so, so krass ähnlich, dass ich doch bei meinem Statement gerade vor 10 Sekunden bleiben würde, dass man eigentlich hier gar nicht groß was ändern muss. Ihr habt eine Ganganzeige, ist neu gekommen fürs Baujahr 2019. Ihr habt links noch so eine Drehzahlanzeige, die ist jetzt nicht optimal ablesbar, aber um ehrlich zu sein, muss es auch nicht sein, weil man spürt bei dem Motor einfach, wann ihm die Puste ausgeht, beziehungsweise wann er halt am besten zieht. Und es ist auch wirklich maßgebend. Die kmh-Anzeige könnt ihr super ablesen. Ihr habt einen Durchschnittsverbrauch, einen momentanen Verbrauch. Ihr habt Trippzähler. Ihr habt eine Kühlflüssigkeitsanzeige, ihr habt eine Uhrzeitzentral, die ist sehr wichtig für Leute wie mich, die ständig zu spät kommen. Ihr habt echt Drehmoment unten raus, ich glaube 43 Newtonmeter waren es, also wenn ich bei 3500 Umdrehungen hier Gas gebe, dann geht schon ordentlich was. Ich hoffe, der Hund, ey, wieso gehen die jetzt alle Gassi mit ihren Hunden, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Na gut, dann fahren wir halt ein Stück weit in die andere Richtung. Ja. Das bringt eigentlich nichts, wir müssen wieder umdrehen. Da die Maschine noch so jungfräulich ist mit 460 Kilometern, wollen wir sie nicht drehen über zwei Drittel ihrer Maximaldrehzahl und dementsprechend machen wir jetzt leicht bergauf. Ah, nicht mal das funktioniert wegen dem Fahrradfahrer. Ich weiß nicht, kann man nicht links oder rechts fahren oder so, dass man an ihm vorbeifahren kann? Das ist ja der Wahnsinn. Dann wird es auch nicht leicht bergauf, dann fahre ich einfach mal rechts kurz. Ja. Also die Sitzposition ist Sporttourer-mäßig relativ sportorientiert, sprich ihr sitzt leicht nach vorne geneigt, aber dennoch ausreichend bequem für längere Touren. Der Sitz ist super angenehm gepolstert, auch für einen Ballfahrer. Ist der Sitz schwer in Ordnung für einen Sportler. Die Gabel ist stramm genug, Bremse vorne taugt super, also die Einscheibenbremse reicht. Klar, zu zweit merkt man dann, dass die Einscheibenbremse da ein bisschen schwächelt im Vergleich zu einer Doppelscheibenbremse, zum Beispiel von einer MT-07 oder so, aber da befinden wir uns wieder in einer anderen Preisklasse, deswegen für die Preisklasse absolut super ausgestattet. Hinterradbremse greift, ABS ist Standard mit an Bord und ja, hier könnten wir mal 0 auf 100 probieren. Leute, ich darf halt nicht zu viel Gummi geben.
denke, das waren jetzt 98. Ich hoffe, das reicht euch. Das ist so realistisch bis 6000 Umdrehungen gedreht, weil 9000 Umdrehungen kommt der Begrenzer und mehr als 6000 sollte man nicht drehen beim Warmfahren. Beim Einfahren meine ich. Ich drehe jetzt um. Ich glaube, Marke vermisst schon seine Maschine. Also dieses Motorrad ist super, super geeignet für Leute, die gern sparsam fahren. Also der Durchschnittsverbrauch dieser Maschine ist knapp ein Liter, mindestens unter der MT-07. Also das merkt man im Geldbeutel definitiv. Wenn man konstant 100 km/h fährt, dann verbraucht die, glaube ich, 3,1 Liter oder so. Das ist absolut geschenkt. Also so ein kostengünstiges Motorrad mit den 12.000er Serviceintervallen, das noch so viel Spaß macht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also für mich ist es auf jeden Fall ein super geil aussehendes Motorrad für junge Leute, das alles hat, also von Ganganzeige über ABS, ein sauber schaltendes Sechsganggetriebe, Durchzug unten raus. Klar ist jetzt, ich kann es nicht vergleichen mit irgendwie etwas stärkerem oder so, aber für die Klasse ist es stark und schwer in Ordnung. Und ja, also ein Motorrad, mit dem man durchaus richtig viel Spaß haben kann, und es fährt sich halt butterweich. Super agil, die 192, 193 Kilo oder so, die sie hat vollgetankt, merkt man zwar, sie ist schon ein Stück schwerer als die R3, aber fühlt sich halt auch nach mehr Motorrad an mit dem 160er Hinterreifen. Also für mich persönlich super angenehm. Jetzt fragt sich die Frau mit dem Hund, oh nein, nicht schon wieder der. Und ja, also ich finde das Motorrad super. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute. Open highways are calling our name, and now it's time for us to escape.